Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu, unsere vielgeliebte Mutter. Jesus ist mit seinen Jüngern im Ölberg angekommen, nimmt drei mit sich, Petrus, Jakobus und Johannes. Und er sagt zu seinen Jüngern Folgendes. Als er dort war, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Und am Schluss von diesem kurzen Abschnitt vom Ölberg, da sagt er, wie könnt ihr schlafen? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Ja, sie waren vor Traurigkeit, auch vor Müdigkeit sind sie eingeschlafen. Und Jesus gibt uns das Mittel, um nicht in alle möglichen Versuchungen hineinzutreten. Es ist das Gebet. Es ist die Verbindung mit Gott, dem Vater. So wie Jesus selbst die Verbindung mit Gott, dem Vater, nicht aufgegeben hat, auch nicht in der schwersten Stunde, in dieser Stunde voller Angst im Ölberg, auch in den nachfolgenden Stunden, bei der Gerichtsverhandlung, bei allen Foltern, die er tragen musste, wo er bespuckt wurde, gegeißelt wurde, mit Dorn gekrönt, geschlagen wurde, wo er das Kreuz getragen hat, wo er stundenlang am Kreuz hing und mit dem Tod gerungen hat. Er ist im Gebet geblieben. Er ist nicht in die Versuchung hineingegangen, Gott aufzugeben und die wichtigste Verbindung, den wichtigsten Lebensfaden aufzugeben. Er ist nicht in diese Versuchung gegangen. Und so lehrt er uns zu beten und lass uns nicht in die Versuchung hineingehen. Im Vaterunser beten wir so. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.